Hallo zur neuen OV-Video-Wochenschau. Eltern sollen 950 Euro pro Kind bis zu deren Einschulung erhalten. So zumindest die Idee vom CDU-Kreisverband Kloppenburg. Dieser fordert mit Unterstützung vom CDU-Kreisverband Vechta eine radikale Reform der Familienförderung. Rollstuhl-Tischtennisspieler Holger Nicholas tritt bei den Paralympics 2016 an. Der Sportler möchte dort wieder eine Goldmedaille gewinnen. Nicholas war vor kurzem zu Besuch bei der Grundschule St. Antonius in Mühlen. Weitere Infos dazu könnt ihr am Freitag in der OV lesen. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die OV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.ov-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die OV kommt mit in den Urlaub. Am Samstag wird es bunt in Lohne. Ab 13 Uhr findet das Holi Festival auf dem Schützenplatz statt. Wer Lust auf Musik und auch auf Farbe hat, ist dort gut aufgehoben. Und in Visbeck wird gerockt. Bereits zum 10. Mal findet das Open-Air-Konzert statt. Einlass ist um 15.30 Uhr hinter der Benediktschule. Weitere Infos zu diesen Themen gibt es am Montag in der OV. Ich wünsche euch viel Spaß und schon mal ein schönes Wochenende.